Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin der Michael. Ich weiß nicht, ob die Stimmen für euch auch so komisch klingen wie für mich innen. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Also ich hoffe, dass es durchhält. Sonst kann es sein, dass ich mich kurz mal dem Wasser widme oder irgendeinem Zucker lutsche oder so. Bitte nicht bessern. Ich möchte den Talk anfangen mit Spenden statt Verschwenden. Ich habe mit zwei Zahlen mitgenommen, 2400 Tonnen und 4,2 Millionen. In dem Fall geht es darum, dass in Österreich jedes Jahr Non-Food-Produkte mit 2400 Tonnen vernichtet werden. Gebrauchsfähige Produkte, die eigentlich nur gut sind, werden einfach vernichtet. Auf der anderen Seite gibt es gemeinnützige Organisationen, die haben einen Bedarf von ca. 4,2 Millionen Einheiten an diesen Produkten. Bei diesen Produkten geht es um Waschmittel, Zahnpasta, Shampoo, Duschgel und solche Sachen. Und genau da wollen wir ansetzen, damit wir dieses Ungleichgewicht ausbalancieren, soweit es geht. Wir machen das so, dass wir von der Industrie, die die Produkte hat, auch der Handel, aber nicht mehr verkaufen kann. Es ist ein altes Logo drauf, es ist der Duft Apfel eingeführt worden und jetzt muss jetzt die Orange aus dem Sortiment raus, weil das Regal wird nicht größer. Der Stapler ist irgendwo angefahren bei einer Palette und jetzt sind die Überverpackungen defekt und der Handel nimmt es nicht mehr an. Das sind nur ein paar von den vielen Gründen, warum Produkte, die gebrauchsfähig sind, nicht mehr verwendet werden oder nicht mehr verkauft werden und dann einfach vernichtet werden. Wir nehmen diese Produkte als Spende entgegen, lagern sie zwischen, kümmern uns um den Transport und die ganze Abwicklung und um die Kommunikation zwischen den ganzen Stakeholdern. Und gemeinnützige Organisationen können dann bei uns im Online-Shop diese Produkte abbestellen. Sie müssen eine geringe Vermittlungsgebühr bezahlen, leider, aber wir müssen damit unsere Kosten decken. Wir sind ein Verein, wir sind gemeinnützig, das heißt, wir können auch keinen Gewinn machen, wollen keinen Gewinn machen, wir wollen einfach nur vermitteln. Aber wir müssen die Kosten irgendwo wieder reinspielen, wenn wir das Ganze langfristig machen wollen und einfach auch nachhaltig, in vielerlei Hinsicht. Und wie das Ganze abläuft, möchte ich euch kurz anhand von einem Video zeigen. Da muss ich kurz mit dem Laptop ein bisschen herumspülen, weil das technisch irgendwie nicht so funktioniert, wie wir das eigentlich wollten. Jetzt. Willkommen bei der Fairmittlerei. Der Name kennt ihr schon ganz gut, aber was steckt genau dahinter? Nun, das funktioniert so. Täglich können gebrauchsfähige Produkte von Produzenten oder vom Handel aus diversen Gründen nicht mehr verkauft werden. Oftmals werden diese dann aus Kosten- oder Zeitgründen einfach entsorgt. Doch stopp! Hier kommt die Vermittlerei ins Spiel. Wir nehmen diese Ware als Spende entgegen. Zum Beispiel Körperpflege, Wasch- und Reinigungsmittel. Die Produkte lagern wir zwischenzeitlich ein. Non-Profit-Organisationen können diese Produkte bei uns bestellen. Und das zu wesentlich günstigeren Preisen als im Handel. Das hat Vorteile für alle Beteiligten. NPOs sparen sich Geld, das sie ihren Projekten widmen können. Produzenten sparen sich die Entsorgung der Produkte und unterstreichen ihr soziales Engagement. Und zu guter Letzt werden Müllberge reduziert und das ist gut für die Umwelt. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und so einfach geht's. Eigentlich nicht viel dabei, aber für Industrie und Handel teilweise einfach zu viel, damit sie sich einfach um das ganze Netzwerken kümmern, damit sie Kontakte zu den NGOs haben. Die haben zum Beispiel Produktion im dritten Bezirk von der Firma Henkel. Die haben Fehlproduktionen, sind dann auf einmal 3, 5, 10 Paletten auf einmal. Und welche NGO kann so eine große Menge nehmen und verteilen? Und selbst die großen Organisationen haben kaum interne
Logistik, die das wiederum schaffen kann. Und somit helfen wir Organisationen, dass sie Geld sparen für Dinge, die sie sowieso brauchen. Die Industrie spart sich Geld für Entsorgung, kriegt die Sachen relativ leicht weiter und tut dann was Gutes damit. Das heißt, sie können es auch für ihre CSA-Ziele nur mehr verkaufen oder nutzen. Und die Umwelt wird entlastet, weil einfach Produkte nicht einfach hergestellt werden und dann wieder vernichtet, sondern zwischendurch zumindest nur genutzt werden. Wir haben vor 1,5 Jahren den Verein gegründet, zu viert, 4 Freien vom Studium, und haben dann vor einem Jahr die erste Spende bekommen. Es waren 3 Paletten, 1 Paletten Waschmittel, 2 Paletten Weichspüler, und haben wir angefangen, das Ganze zu machen. Ich habe es auch vorher erwähnt gehabt, einfach mal tun, nicht irgendwie nur alles im Kopf zerlegen und Businessplan und da noch so einen Schirm und was ich was alles. Einfach mal tun, dann lernt man. Und da habe ich zum Glück auch so ein bisschen einen Stupser gekriegt von einem Bekannten, der hat gesagt, jetzt fangen wir mal an. Und inzwischen haben wir ca. 4 Tonnen an Produkten vermitteln können, die dadurch nicht vernichtet worden sind. Organisationen wie zum Beispiel Wiener Hilfswerk, Diakoniewerk, SOS Kinderdorf, aber auch kleine Vereine wie Austrag oder das Donauquartier haben sie insgesamt 20.000 Euro sparen können durch das, was wir gemacht haben. Wir haben eine 10-Stunden-Kraft, die wir dank einer Spende vom Verein für soziale Gerechtigkeit finanziert bekommen, haben wir angestellt, die einfach die ganze Struktur im Hintergrund macht, damit die 10 und seit gestern sogar schon 12 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen einfach darum kümmern können, dass sie das Ganze weiterbringen. Und die Birgit hält uns einfach den Rücken frei und jeder und jede schaut einfach, dass die Fähigkeiten und Talente einsetzen, wo es einfach gerade geht und wo es einfach gerade wollen. Und das ist einfach wirklich schön, dass dieses Team so zusammenhält und einfach diese Dinge vorantreibt. Und ich wollte einfach nur ein paar Worte zum Thema Netzwerken verlieren, weil wir irgendwie gesprochen haben, worum geht es eigentlich, und es geht eigentlich um das Digitale da. Und ich bin auch ein Fan von digitalen Kanälen und Facebook ist unser Hauptkanal, was digital anbelangt, unser Hauptkommunikationsmittel eigentlich. Wir haben eine Webseite, die hat noch nicht so einen riesen Traffic und sind aber da auch im Aufbau, haben das auch selber bastelt, haben am Anfang ein bisschen Hilfe gekriegt von einer Agentur, die uns ein bisschen ein Gerüst geschaffen hat, und seitdem basteln wir selber. Der Stefan ist da sehr stark involviert und ist für uns ein ganz wichtiger Kanal. Wir haben in relativ kurzer Zeit, ich glaube, wir haben jetzt um die 1250 Follower oder so oder Fans auf Facebook, wo wir uns auch sehr darüber freuen. Aber das ist nicht das Einzige, wie wir zu unseren Kontakten kommen, die wir brauchen. Wir brauchen Industrie, wir brauchen Handel und das geht meistens über persönliche Kontakte. Wir waren zum Beispiel am Dienstag bei einem Event vom CSA Circle, wo wir dann wieder Leute von der Rewe kennengelernt haben, aber genauso auch zum Beispiel vom Roten Kreuz. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir Leute haben, die sich um den digitalen Kanal kümmern, wo wir die Breite schaffen, wo wir wirklich einfach möglichst viele Leute ansprechen können. Auf der anderen Seite brauchen wir aber Leute, die wirklich hinfahren zu Vernetzungstreffen oder so wie heute, die einfach da sind und mit Leuten reden, die Leute von der Idee erzählen. Weil auf Facebook oder irgendwo online, man kriegt für mich, und es gibt halt viel, wie ihr schon gesagt habt, sehr viele Blogger und sehr viel Konkurrenz in dem Bereich. Das heißt, wie lang ist eigentlich die Aufmerksamkeit online, dass man sich auf irgendwas einlässt? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe schon oft auf Facebook irgendwas geliked, wo mir dann ein Freund später mal angeschrieben hat, hey, du hast doch gesagt, du kommst zu dem Event. Und ich so, echt? Cool. Also da ist irgendwie die Aufmerksamkeit ist relativ gering. Und in einem persönlichen Gespräch ist sie dann trotzdem nur mehr höher. Und wir versuchen einfach, dass wir die Balance dazwischen finden, eben Facebook die breite Masse, Öffentlichkeit erreichen und einfach auch ein bisschen über dieses Thema aufklären, weil kaum oder die wenigsten Leute sind sich dessen bewusst, dass auch Non-Food-Produkte verschwendet werden, in großer Menge in Österreich. Bei Lebensmitteln ist schon alle bekannt, aber bei Non-Food noch nicht so. Entschuldigung. Und somit erreichen wir die Öffentlichkeit und ein bisschen breitere Masse. Aber von der Qualität her schauen wir, dass wir dann die persönlichen Kontakte bei Networking-Events schließen und dann aber wiederum auch über die digitalen Kanäle wie Xing, LinkedIn
und so weiter einfach auch pflegen. Dass wir da einfach auch schauen, okay, wen haben wir in unserem Bereich oder wen kennen wir? Und wenn wir dann irgendwelche Themen haben, wir kriegen eine Spende, haben wir dann auch die NGOs drinnen, Vertreter und Vertreterinnen von den NGOs, die wir dann anschreiben können. Und sind jetzt Produkte angeboten worden, Trinkgläser und relativ große Menge, 6.000 Stück. Und wir haben jetzt einfach mal bei unseren Abnehmern, potenziellen Abnehmern, einfach mal ein Rundschreiben gestartet, wie groß ist eigentlich der eigene Bedarf, damit wir das abschätzen können. Weil sonst haben wir viele Paletten auf Lager, die uns kosten. Und auf der anderen Seite nehmen wir es dann vielleicht 500 Stück ab. Und ihr habt es gesehen, wir geben sie relativ preiswert her. Das heißt, wir haben kaum eine Gewinnspanne oder irgend sowas, sondern wir schauen halt wirklich nur, dass wir Kosten decken. Und wenn wir dann viele Paletten auf Lager haben, wenige Produkte vermitteln, wird es ein bisschen schwierig rein rechnerisch. Wir haben ein bisschen einen wirtschaftlichen Hintergrund beim Studium, von dem her lege ich da trotzdem großen Wert drauf, dass es unterm Strich dann trotzdem nur mehr ausgeht und optimalerweise mit einer schwarzen Null und nicht mit einer roten Null oder mit einer roten größeren Zahl. Und dafür brauchen wir einfach diese Networking-Möglichkeiten, egal ob analog oder digital, damit wir einfach unser Netzwerk ausbauen und damit wir die Kontakte in den richtigen Kanälen ansprechen, um möglichst schnell die Dinge zu bewirken, die wir einfach dann auch brauchen. Feedback für Abnahme, Spendenangebote und so weiter. Oder Einladung zu dem Talk zum Beispiel. Wir definieren eben einerseits oder differenzieren nach der Größe und der Erreichbarkeit von der Zielgruppe, wie man die Leute kommen, an Vertriebsleitern, Lagerleiter von Rewe oder Spar, werden wir wahrscheinlich über Facebook-Posts weniger leicht erreichen, als wenn wir anrufen oder beim Networking-Event vor Ort sind, wo wir vermuten, dass sie diese Leute herumtreiben sozusagen. Es ist ja ganz wichtig, eben die Qualität vom Kontakt. Brauchen wir Likes, brauchen wir einfach ein bisschen Publicity oder ist es einfach Partnerschaft? Und da reicht für uns zumindest derzeit Facebook oder Xing oder LinkedIn nur nicht aus, dass wir diese Kontakte wirklich herstellen. Zur Pflege dann wieder schon. Und ganz wichtig ist es auch bei uns im Team, wir sind im 11, 13 Leute jetzt inzwischen und es gibt Leute, die wollen sie nicht da herstellen und reden. Und die sind aber super in einem CEO, im Facebook-Bereich oder sonst was und fokussieren sich auf das. Und ich bin nicht irgendwie so eine Rampensau und ich stehe mit vielen Reden einfach. Und tue mir ein bisschen leichter, dass ich auch mit Leuten ins Gespräch komme, wenn die Stimme halt. Und von dem her schauen wir halt auch, wer wo was machen kann, damit wir das optimieren und ein Gesamtpaket da haben. Wenn nur Facebook oder nur analog Netzwerken, würde einfach nicht funktionieren. Deshalb eben die Kombination. Das war es soweit von meiner Seite. Und sofern es mir Stimmen nur zulässt, beantworte ich gerne noch die Fragen, falls es welche gibt.